Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem neuen Video in Andalusien. Wir zeigen euch den kommunalen Stellplatz in La Peza am Fuße der Sierra Nevada und stellen euch ausführlich diesen Campingplatz vor, der abseits der Massen in einer traumhaften Landschaft liegt. Viel Spaß bei diesem Video! Hier auf dieser Übersichtskarte haben wir die Region farblich unterlegt, in der wir gerade unterwegs sind. Wir haben einige der Orte blau markiert, die wir besuchen. Die Koordinaten und weitere Infos zu den Orten findet ihr wie üblich in der YouTube-Beschreibung. Moin zusammen! Wir sind hier in La Peza am Rande der Sierra Nevada auf dem kostenlosen Wohnmobilstellplatz des Ortes. Den Ort seht ihr hier hinter mir. Sehr schön gelegen, man hat einen tollen Blick. Und wir stellen euch jetzt den Stellplatz vor. Die Ver- und Entsorgung ist kostenlos. Offiziell sind hier bis zu 72 Stunden möglich. Strom ist nicht vorhanden. Ein Müllcontainer befindet sich an der Einfahrt zum Stellplatz. Hier sehen wir den Platz von oben. Es sind 19 Parkplätze ausgewiesen, auf denen man mit mobilen bis zu 8 Meter Länge stehen kann. Im Ort leben ca. 1500 Einwohner. Es gibt unter anderem auch einen kleinen Supermarkt und einen Bäcker. Am Mittwochvormittag ist unten im Dorf der Wochenmarkt. Wir waren schon mehrmals auf diesem Stellplatz und uns hat es hier immer gut gefallen. Das Internet über unseren mobilen Router ist hier sehr gut. Wir sind auf dem Weg zum kommunalen Campingplatz des Dorfes Freila. Hier biegt man links ab zum Campingplatz. Die Abfahrt ins Dorf kommt ein kleines Stückchen weiter auf der rechten Seite. Der Campingplatz mit 134 Parzellen liegt sehr idyllisch und ruhig oberhalb des wunderschönen Stausees Embalse de Negratin und ist ideal als Ausgangspunkt für schöne Wanderungen oder Fahrradtouren in die Umgebung geeignet. Wer Erholung und Ruhe sucht, ist hier genau richtig. Außerhalb der Sommersaison ist die Rezeption meist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Man kann aber auch eine WhatsApp schreiben oder die angegebene Telefonnummer anrufen und erhält dann von der Mitarbeiterin Silvia den Code für die Schlüsselbox am Tor. Wir zahlen pro Nacht für 2 Personen im Mai und Juni mit Wohnmobil 14 Euro inklusive Strom, Duschen, Wasser und WLAN.
Hunde sind auf diesem Platz sehr willkommen. Es gibt eine Waschmaschine gegen Gebühr. Die erforderliche Münze erhält man an der Rezeption. Der Pool ist nur im Hochsommer gefüllt. Das Restaurant mit kleiner Karte hat ebenfalls nur in der Hauptsaison geöffnet. Hier findet jeder seine Lieblingsparzelle. Mit oder ohne Beschattung. Zwischen Büschen oder ganz offen. Es gibt mehrere Waschhäuser. Die Ausstattung ist etwas älter, aber sehr funktionell mit heißem Wasser. Strom ist mit 16 Ampere abgesichert. Man benötigt einen Schuko-Steckeradapter. Einige Parzellen haben direkt einen Wasseranschluss am Platz. Es ist sehr idyllisch. Die Vögel zwitschern und man kann viele tierische Mitbewohner beobachten. Wie man sieht, ist das Wetter während unseres längeren Aufenthalts sehr wechselhaft, so dass wir die verschiedensten Farben und Stimmungen erleben. Der Platz eignet sich auch für so große Liner. Zum Stausee gelangt man in 500 Meter die Straße herunter. Unten ist ein großer Parkplatz. Das Restaurant ist hier leider dauerhaft geschlossen. Hier stehen auch einige Wohnmobile. Die Landschaft ist umwerfend schön und bietet tolle Farben und Stimmungen.
Die Grauwasserentsorgung befindet sich außerhalb des Campingplatzes. Man biegt hier rechts ab. Je nach Fahrzeuglänge kann es etwas schwierig mit dem Ablassen werden, da man nur bis zum Ende des betonierten Podests fahren kann. Runter muss man wieder zurückfahren. Der Internetempfang mit unserem mobilen Router ist etwas wechselhaft, aber meistens zum Arbeiten und für Videokonferenzen ausreichend. Das WLAN vom Platz ist abhängig von der Parzelle. Die Pizzeria All'Athena im Dorf können wir sehr empfehlen. Weiterhin gibt es dort einen kleinen Coviran-Supermarkt. Im größeren Ort Batha, 20 Kilometer vom Platz entfernt, gibt es alle gängigen Supermärkte und Läden. Dem Streckenverlauf 100 Meter folgen. Im Kreisverkehr abfahren auf Carretera de Murcia. Alter Schwede! Boah! Aber wir müssen aufpassen, das geht hier ganz schnell und du bist unter Wasser mit dem Auto. Also vielleicht geht's nicht. Wir übernachten im Nachbarort Caniles. Der kostenlose Wohnmobilstellplatz ist Teil eines sehr großen gemischten Parkplatzes. Wir stehen alleine mit wenigen Autos hier und verbringen eine ruhige Nacht. Die Polizei fährt mehrmals vorbei. Es gibt 6 sehr große, leicht geneigte markierte Parzellen, die auch für lange Mobile passen. Die Toilettenentsorgung kann man hier nach dem Anheben des Gitterrostes erledigen. Die Entsorgung des Abwassers hat sich uns nicht so hundertprozentig erschlossen. Müllcontainer sind auf dem Platz vorhanden. Der Internetempfang ist mit unserem mobilen Router passabel. Von Caniles geht es über Batha auf einer landschaftlich sehr abwechslungsreichen Strecke nach Castriel. Vom Ortseingang hat man einen phänomenalen Blick auf das Dorf. Auf dem Felsen thronen die Reste einer alten maurischen Burg. Kurze Zeit später erinnern uns die Farben des Stausees Embalse del Portillo an einen norwegischen Fjord. Wir sind übrigens seit Anfang April 2024 wieder mit unserer Wohnschnecke unterwegs. Ist die Küche? Ich habe mal reingeguckt, aber heute ist wohl Fastentag. Ihr könnt uns jetzt auch bei Polarsteps und Instagram zeitnah folgen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch dort Kommentare und Likes hinterlasst. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was euch noch an weiteren Infos fehlt. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen.